heute geht's von Dorf Tirol aus zu der Cuenza Wasserfälle. Sind auch rund 600 Höhenmeter. Ja, lass uns mal überraschen, wie es ist. Es ist noch bewölkt, wird es auch überwiegend bleiben, aber Regen ist erst ab 16 Uhr wahrscheinlich. Die Tour startete an der Jaufenstraße am 21. Mai. Eins vorweg, das Wetter blieb trocken. Ja, ab der Jaufenstraße sind doch schon einige Höhenmeter zu absolvieren, bevor der eigentliche Wanderweg beginnt. Auch wenn es steil ist, die Ausblicke sind hier schon prima. Auf der Wanderkarte befindet sich unser Weg ganz rechts. Nach wenigen hundert Metern hier ein recht steiler, aber doch sehr schöner Pfad. Dieser Pfad endet, wie soll es hier auch anders sein, an einer Obstplantage. Hier der Blick auf Schenna. Und hier ins Passaiertal. So, ab hier geht's über den Pyramidenweg. So, es geht erstmal wieder ein paar Höhenmeter nach unten. Hier ein erster Blick auf die Erdpyramiden. An dieser Abzweigung wurde der Weg wieder etwas schmaler. Er führt hinunter zum Bach. Super. Hier abermals ein Blick auf Erdpyramiden. Ja, wir sind schon große Fans von so schmalen Pfaden als Wanderwege. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf, wir hatten beim Bergabgehen doch noch etwas Muskelkater von unserer Tour auf den Mutkopf. Unsere Gangart war daher bergab, naja, nicht so richtig rund. Hier der Finnele bzw. Spronzerbach. Nach einem kurzen Stück durch eine Obstplantage biegt der Weg rechts ab über eine Brücke und geht dann doch wieder recht steil nach oben. Sehr saftige Farben. Ja, im Frühjahr 2023 waren auch in Südtirol die Wochen vor unserem Aufenthalt doch durch zahlreiche Niederschläge geprägt. Hier doch wieder ein recht steiles Stück, aber wie gesagt, wir mögen das sehr. Wirklich wieder ein ganz toller Weg. Also wirklich lohnenswert. Klar, strahlend blauer Himmel,
wie bei unserer Tour auf den Mutkopf 2 Tage vorher. Das wird schon schönere Bilder geben. Aber auch bei bedecktem Himmel ist diese Tour sehr lohnenswert. Und vor allem ist es auch mal von Vorteil, wenn es nicht ganz so heiß ist. Und nochmal Erzpyramiden, auch wenn es gar nicht so richtig danach aussieht. Kleine Gabelung, der rechte Weg Richtung Longfall. Unser Weg und der Kuenzer Wahlweg führt in diese Richtung. Aber zuerst gilt es noch ein paar Höhenmeter zu meistern. Jetzt geht es ein Stück steil die Straße hoch. Durch den winzigen Ort Queis. Blick auf das Johanneum, Dorf Tirol. Und wieder ein herrlicher Blick auf Dorf Tirol bzw. in Richtung Meran. Hier noch ein Hinweisschild auf das Naturdenkmal oder die Naturdenkmäler Erdpyramiden. Wahrscheinlich gelten wir jetzt als Banausen, aber ohne Hinweisschild hätten wir die als solche nicht erkannt. Und hier im Blick schon das Ende des Kuenzer Wahlwegs, den wir entgegenliefen. Der Kuenzer Wahlweg gilt ja als einer der schönsten in der ganzen Region. Also wir können das durchaus bestätigen. Auf diesem Hinweisschild werden die Wanderer auf einen sorgsamen und respektvollen Umgang mit der Natur hingewiesen. Der Weg ist einfach zum Genießen.
Hier verschwindet der Wal in einem kleinen Tunnel im Fels. In Südtirol üblich trifft man hier natürlich überall freundliche Wanderer und Wanderinnen. Und hier sind wir schon am Beginn des rund 2 Kilometer langen Wals. Hier führte uns unser Weg wieder auf der gegenüberliegenden Talseite zu den Coenzer Wasserfällen und schließlich wieder zurück. Nein, das sind natürlich noch nicht die Wasserfälle. Ein echter Schilderwald. Blick auf die Erdpyramiden. An der unteren und an der oberen sind wir vorher vorbei. Bauchweh, Wässerle. Wenn man es trinkt, hilft's oder es führt zu Bauchschmerzen. Naja. An dieser Stelle zweigt der Weg scharf links ab. Geradeaus geht's weiter nach Dorf Tirol. Hier geht's zu den Coenzer Wasserfällen. Und hier nun an den Coenzer Wasserfällen. Der Pfad führt hier ein ganzes Stück am Bach bzw. den kleinen Wasserfällen entlang.
Ein Feuersalamander bringt sich in Sicherheit. So, abwärts auf dem Tiroler Weg Nummer 9. Und vorbei am noch bewohnten Schloss Auer. Es ist echt schwer nachvollziehbar, dass über diesen sehr steilen, holperigen Weg früher die Ochsenkarren mit eisenbeschlagenen Rädern das Holz und andere Materialien nach oben gebracht haben. Und schon wieder bei den ersten Wohnhäusern im Bereich von Dorf Tirol. Hier nähert sich unsere Wanderung schon wieder dem Ende. Also wir fanden sie echt klasse. Auf jeden Fall wieder total lohnenswert. Vielen Dank fürs Schauen.